Willkommen bei Inside Game with Me. Ich bin Pat und wir fangen zusammen ein neues Spiel an. Wie ihr schon seht, Transistor ist ein Indie-Spiel, glaube ich, größeren Ausmaßes. Ist ungefähr vor, ich schätze, 2 Monaten für die PS4 erschienen. Ich habe das Ganze im Summer Sale auch erstanden. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ist so ein bisschen Mischung aus RPG. Wir werden aber wahrscheinlich das zusammen, hoffe ich, in den nächsten Folgen herausfinden. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, so wie ich. Soll einen ziemlich coolen Artstyle haben, also die Art, wie es aufgemacht ist, so ein bisschen Comic-mäßig. Und wir haben ein riesiges Schwert, also kann wahrscheinlich nichts schief laufen. So, warten wir kurz das Laden ab. Okay. Die Dame mit den roten Haaren ist unser Hauptcharakter. Und das Ding, was in dem Typen drin steckt, ist das besagte Schwert. Hey Red. We're not gonna get away with this, are we? Okay, also wir sind wohl Red, so wie es aussieht. Come on, pull. There. Together again. Sort of. Okay. What a night. You're still in one piece. That's all that matters. Sieht recht cool aus, wird auch in der Perspektive gespielt. Sehr geil, wenn wir den Boden laufen, hier diese. Also viel weiß ich über das Spiel wirklich nicht, muss ich sagen. Ich drück mal X für eine Attacke. Okay, sie haut dann halt so in den Boden und schießt nach vorne. Drücken wir mal O. Okay, man lädt das quasi auf dann, mit O gedrückt halten, dann schießt sie los. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Spielt auf jeden Fall in so einer futuristischen Welt hier, wie ihr seht. Hat so einen Comic-Look. Und das Schwert kann schwächen, auf jeden Fall. Okay, da zeigt ein Pfeil, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Wow, wow, wow. Ist ein Gegner auf jeden Fall. Okay. What? Der Gegner hat einen Respawn gemacht. Nice. Okay, let's go. One more tally. East of the bay. I think I know where we are. Okay, also wenn man sieht. Können die halt respawnen, wenn man diese, wie man ja quasi deren Leichen nicht einsammelt. Unterbrechungspunkt. Okay, ich kann in diesem Modus quasi. Oh, L2, um das zu widerrufen, machen wir mal eben. So, können wir quasi planen, was wir gleich machen. Okay, das heißt, wir rennen erstmal hier rüber. Dann machen wir einmal Crash. Dann laufen wir nochmal rüber. Dann machen wir einen Breach. Der trifft dann beide. Okay, wenn wir R2 drücken und wir geplant haben, dann führt ihr das aus. Probieren wir das mal aus, einmal. Und das dann in Schnellmodus quasi. Ich frag mich nur, oh, ich muss das einsammeln, bevor der. R2 und dann können wir wieder planen. Das ist aber cool gemacht. Machen wir mal eine Breach. Zieht den 50 ab. Laufen rüber. Und dann machen wir einen Crash. Und drücken R2, um das auszuführen. Sehr cool. Gefällt mir. Geil. Okay, wir können auch leveln, so wie es aussieht. Und auf R2 können wir halt dann immer diesen Taktikmodus quasi einschalten. So, jetzt können wir auch durch hier einmal. Hey, up there. Hello world. Look at all that. We're on the edge of town, 100 blocks away.
Okay, ein Teleskop. There's the empty set. Still too close to it. We better get as far from there as possible. Also jetzt gerade zur Story weiß ich nichts. Runter zur Promenade. Dann gehen wir mal in den Planmodus. Einmal eine dicke Breach durch. Das überlebt der eine aber noch. Dann laufen wir kurz rüber. Und dann kriegt er noch ein X. Und noch ein X. So. Sehr geil. Wer ist sie denn? Ach, wir können von toten Personen dann, ja, quasi Skills einsammeln. Eine Gabelung, okay. Was ist das hier? Wettervorhersagestation, okay. Welches Klima ist eher nach ihrem Geschmack? Warm, wolkenlos, leichte Brise, mild, aufgelockert, bewölkt. Und dann will ich doch lieber warm, ach. Warm and clear winds again. Oh, das zeigt, was die Spieler quasi im Spiel gewählt haben. Man wird dann wahrscheinlich abgeloadet. Das ist aber interessant. Also 60% lieber die Wärme. Where were we? Watch out. Oh, okay. Ne, alle können wir nicht treffen. Aber der Breach sollte ja nicht schon killen, schätze ich mal. Ach, mehr kann ich nicht machen. Gross. Ich muss warten, bis die Skills sich wieder aufladen. Und dann kann ich wieder in den Turmmodus wieder. Das kostet mich verschieden viele Punkte. Die beiden treffe ich damit. Ne, gehen wir nochmal zurück. Machen wir lieber so, dann haben wir den schon mal weg. Und den haben wir auch weg. Also müssen wir warten, bis meine Skills sich wieder aufgeladen haben. Was macht denn der auf 4? Ach, der macht so eine große Explosion. Ich will aber alle treffen. Dann haben wir die schon mal down. Und den auch. Weiterlaufen können wir nicht. Okay. Nur noch 2 über. Schnell ausweichen. Okay, wir sind wieder am Start. Merke ich den hier. Merke ich den. Ja, mehr können wir nicht machen. Okay. Nur noch einer über. Wir warten, bis es sich auflädt oben. Seht ihr da? Link, also oben. Anzeige. So. Ich bin crashen, das war's. Jetzt gefällt es mir vom Arzt daher sehr geil. Der Taktikmodus ist genial gelöst, finde ich. So, hier kommen wir ja durch, wenn wir einfach den hier machen. Genau, so, zack. Ich mach auch die Musik. Okay, wir werden also gesucht. They took your voice. I couldn't stop them. Well, we took something of theirs. Hey, let's just go. Come on, just go. Just. Die Musik ist toll, ja. Ach, von hinten gibt es dann Bonuspunkte quasi. Ach, das benutzt so viel, wie ihr oben links, also oben links sehen könnt, der Crash benutzt halt so viel von der Bar. Das heißt, verschiedene Attacken, je nach Stärke, denke ich, nehmen alle den gleichen Platz weg. Da müssen wir mal gucken. Ja,
So, das war's für sie. Oh shit, sie kann ausweichen, okay? Das ist quasi wie ein Zwischengegner. Okay, wir sind mal fertig. Wir laufen zur Seite. Ja, sehr geil geplant, sehr geil geplant. Oh, okay. Aus ihr sind kleine respawned. Der Schatten ist auch noch am Start hier. Laufen wir rüber. Den wollte ich nicht machen. Wir rufen das mal eben. Machen lieber den hier, den Flächenschaden. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Noch einen. Und den können wir auch noch mitnehmen, glaube ich, mitnehmen. Okay. Aber der eine ist uns ausgewichen. So ein bisschen ausweichen eben schnell. So, und los geht's wieder. Ein bisschen können wir noch laufen. Ja. Ach, der ist ausgewichen leider. Der aber nicht. Sondern nur der eine aber. Okay. Side street due east. Through there. I think I know a place we could get a ride. Also ihr hört schon, der Soundtrack im Hintergrund ist total genial. This didn't used to be here. Ah, ich verstehe schon. Einmal auslösen darüber. Auslösen, damit wir schnell genug sind. Auch sehr cool gemacht für Rätsel. Oh. Okay. Noch ein Toter. Hey, Mr. Moyle, you in there? It's him, all right, but I can barely hear him. Also neuen Skill aufgenommen. Okay, mal gucken, wie das funktioniert. Ach, das ist quasi so eine Ram-Attacke oder eine Anlauf-Attacke. Oh shit. Was ist er denn? Come on then, tough guy. Ich glaube, den greifen wir mit solchen an hier. Zählen wir zumindest 100 ab. Okay. Mal ein bisschen wegrennen von dem, aber da sind noch andere Buddies jetzt. Einmal an ihm vorbei. Damit können wir quasi uns ein bisschen von ihm entfernen. Ist ja recht praktisch, denke ich. Ah, den werden wir easy machen hier. Nur noch den einen hier eben schnell, den kleinen hier. Sehr schön. Oh, wir sind aufgelevelt. Okay, wir können pro Level, wie es aussieht, Sachen erlernen. Wir schauen mal eben hier. Bounce, Funktion, Kettenreaktion, ablenkend, aktiv. Slot-Effekt stößt einen Querschlägerblitz aus, der von Ziel zu Ziel springt. Upgrade-Slots, gibt es verschiedene Slots, fügt den meisten Funktionen eine Kettenreaktion hinzu. Okay. Oder wir können Mask, subversiv, verbergend. Verbirgt den Benutzer und verstärkt die nächste ausgewählte Aktion, also man kann sich unsichtbar machen quasi, im aktiven Slot oder Upgrade, erhöht die Stärke der meisten Funktionen beim Meucheln an, also wenn wir Leute von hinten benutzen. Ich denke, wir machen Bounce, ja.
Will immer bounce. Okay, neue Funktion bounce. Was ist ein Zugangspunkt? Was macht der? Okay, you're in. Ach, wir können Sachen also nur beim Zusatzpunkt ändern und nicht anders. Okay, das, die sind jetzt im aktiven Slot und der ist jetzt im. Ah, ich kann jetzt eine Funktion damit verbessern und dann wird daraus eine Kettenreaktion. Okay. Dann denke ich, machen wir am besten 5 Sprünge macht das. Dann springt der Schuss von Gegner zu Gegner. Ist, glaube ich, sinnvoll. Installieren wir mal das Upgrade. Müssen wir mal durchtesten, wie das dann im Endeffekt, wie das dann funktioniert. Also können wir den jetzt auswählen oder haben wir den jetzt gewählt? Und was sind diese Energiedinger? Ach, wir haben eine bestimmte Anzahl an Energie an der Seite. 11 von 16 benutzen wir jetzt. Wir gehen mal raus und gucken mal, ob das was... Also wir können nur... Auch im Pausenmenü. Wir können nichts umstellen. Wir können es nur an so Zugangspunkten umstellen. Also müssen wir echt überlegen, was wir machen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier... Installation entfernen? Was hatten wir denn da drin jetzt? Ach so. Ach so, wir können ganz rausnehmen und dafür halt den Bounce. Ach, Bounce ist jetzt bei allen drin oder wie oder was? Unbenutzte Funktion. Looks promising. Maybe not for your knees. Ja, ich glaube, ich muss mich da erstmal beschäftigen, inwiefern das funktioniert. Ja, und ich kann den ja jetzt nicht. Was ist denn, wenn ich den da reinmache? Habe ich noch nicht ganz verstanden. Das Upgrade das Ganze dann. Jetzt habe ich den. Auf dem Bounce quasi. Ach, der schießt dann weiter. Oh, du kannst Sachen, also man kann auch Sachen kombinieren. Ja, benutzen wir erstmal so. Schauen wir uns das mal an, erstmal, wie das funktioniert. Man kann also verschiedene Sachen mit anderen Sachen. Oh shit, okay. Level 2, okay. Es sind Vergeltungsmodus, was auch immer das heißt. Probieren wir diesen Bounce doch mal direkt aus hier. Machen wir einen Bounce. Dann nehmen wir hin, machen wir noch den hier einmal. Oh, der hält aber schon ordentlich aus, der Typ. Ja, wie ihr gesehen habt, der Bounce springt von Gegner zu Gegner. Das ist mal in Deckung gehen hier. Ne, der ist jetzt Schwachsinn. Machen wir mal einen Crash, noch einen Crash, noch einen Crash, noch einen Crash. Dann ist der schon mal weg hier. Schnell einsammeln, bevor er respawnen kann. Okay. Die stehen jetzt ziemlich gut hier. Treffe ich nämlich beide. Kriegt er noch einen Crash? Er kriegt noch einen Crash und noch einen Crash. Dann ist er auch fast hinüber. Den hier einsammeln eben schnell. Ah, ich werde aber glaube ich gleich wechseln einmal. Machen wir noch einen Bounce hier. Dann nehmen wir mal ran. Crash, Crash, Crash. Also der Bounce hat den anderen getroffen und den dann gekillt. Mein Gott, der haut aber rein, wenn er einmal trifft. Dafür ist halt dieses Wegspringen gut, das behalte ich mal doch lieber.
Dann lebt er noch, da gibt's ja gar nicht. Aber das war's. Wir gucken uns das mal eben noch kurz an, was der Bounce für einen Schaden macht. Der Crash. Machen den mal eben raus. Ey. Wir nehmen den mal raus. So, Basisschaden. So. Der Basisschaden ist von... ist 100 von Bounce. Der Basisschaden vom Breach ist auch 100. Ja, aber wenn wir noch Breach nehmen, durch den Ziel auf große... Wir nehmen mal Breach hier rein. Ja. Und nehmen den Bounce als... nehmen den Bounce bei dem Breach hier rein. Inwiefern verändert sich das denn jetzt? Das habe ich noch nicht ganz geblickt, muss ich sagen. Springt er dann mit dem Bounce dann jetzt trotzdem von Ziel zu Ziel oder macht er das jetzt nämlich nicht? Probieren wir aus. Wir lassen den Breach mal drin jetzt hier und gehen mal weiter. Also man kann echt taktisch hier tiefe gehen mit den Skills, so wie es aussieht. Dann haben wir ein Motorrad, okay. Okay. E64 on ramp. 5 blocks down. Take the second right. Do not turn left. And thanks for the lift. Also die Roboter wollen wir das Schwert haben. Red und das Schwert alleine gegen die Robos. Okay. Macht auf jeden Fall bis jetzt einen sehr guten Eindruck und macht auch eine sehr große Laune. Ich will gar nicht aufhören, aber das ist gut für uns alle. Ich bin gespannt, wie jetzt der Breach Skill. Oh fuck, also die machen schon Schaden, wenn ihr aufpasst, ne? Macht jetzt anders der Breach, wir werden es ja gleich sehen. Ich renne trotzdem mal ran. Ich da noch zwei Crashs. Ja, also weiter springt er jetzt nicht. Hätten wir vielleicht den Bounce lieber benutzt. Vielleicht schaffen wir es noch rüber, ja. Oh, haben wir beide geholt plus Schadzelle. Aber wir sind echt langsam. Also wir nehmen schon Schaden. Die sind schon stark, die Dinger. Dann ist doch der Breed. Naja. Ne, wir sollten alle Crashs nehmen. Ich sehe ihn leider nicht. Dann machen wir die Schadenzellen gleich. Okay, ein bisschen zurückgestoßen zumindest. Irgendwann halten die Blockaden halt nicht mehr. So. Und nochmal hier schnell. Und die Schadzellen auch noch mitgenommen. Sehr schön. Ah, die Schadzellen, die können nicht viel. Ja.
Also nächstes Mal, wenn wir können, dann nehmen wir den Bounce. Not a soul. Hardly recognize this place without the foot traffic. Wir werden den Bounce mal auswählen später und den Breach weglassen, weil der Bounce springt halt von Gegner zu Gegner. Terminal still up. Ist halt praktischer. Machen wir dann so ein Terminal. Was gibt's denn zu futtern? Seemonster, yes. Yes. Just have to get back to your place before it gets cold. Opa. Wer sind die denn? Ich würde echt gerne einen Fiesling vorher killen. Aber der müsste Geschichte sein, ja. Dann gehen wir dem hier. Und dem noch. Ach scheiße, der Fiesling kommt gleich erst raus. Ja, jetzt ist er raus, aber das wird jetzt Quark, ey. Good to go. Aber noch steht er an der Ecke. Ich da alle Crash, die ich ihm geben kann. Okay, jetzt ist er losgelaufen. Na, er ist da im Schuss, dann treffe ich ihn nicht so gut, aber ja, dann machen wir trotzdem mal. Aber diesmal ist der Schuss gebounced, ja. Ich dachte, der würde nicht bouncen, aber der. Ach ja, der zeigt, habt ihr gesehen? Jetzt hat er mir den Bounce angezeigt. Okay. Also bounce der Breach doch, dann lassen wir das so, wie es ist. Das Schwert hat echt immer coole Sprüche drauf. Singt sie jetzt? Sehr cool, ja. Dann singt ihr zum Song, wenn er R1 gedrückt hält. Never seen gold walk cleared out. Okay, hier haben wir wieder so einen Zugangspunkt. Aber wir lassen, wie es ist. Ja. Dann hat der Breach halt einen Bounce-Effekt. Also, dass die springen, ist doch ganz cool, oder? Gibt bestimmt eine Trophy hierfür. No cue to get in. That's a first. This can't be the channel. Okay, wie kriegen wir die am besten? Wir laufen rein. Dann so einen schönen Viereck, dann nehmen wir so ein paar davon mit, denke ich. Oh. Außer das Paket ist überlebt, aber das kriegt hier einen Crash gleich. Dann haben wir da so ein Buddy hier, ja. Also ein Breach, der bounced ja. Aber. Was ist denn, wenn wir da durchschießen durch den, ja? Ach, alles macht jetzt einen Bounce. Ach, die Dinger explodieren. Deswegen auch die Anzeige gerade, okay. Und da ist auch der Radius auf dem Boden angezeigt dann. Schöner Entferner. Boah, der ist schnell, der Typ. Okay. Jetzt kriegt er hier die Crash. Ah, von hinten machen wir mehr Damage. Ja, dann gibt's 75 für Meucheln. Also immer schön von hinten erwischen, die Jungs. Schon mal merken. Und am besten drüber rennen. Ah, der schon. Also von hinten machen wir extra Damage auf jeden Fall. Merken wir uns schon mal. Er rastet völlig aus jetzt gerade. Er hat auch schon eine Energie bekommen, weiß auch nicht woher. Und nur noch ein Würmchen über. Ist aber vom Grafikstil echt geil, macht auch echt Laune. Man kann auch, man muss auch nicht in diesen Zeitmodus gehen, ist aber viel besser zu planen, denke ich. Ein neuer Level, also eine neue Funktion. Schauen wir mal. Load, Explosiv-Effektbereich.
bildet ein unbeständiges Paket. Paket zur Auslösung einer großen Explosion angreifen. Also ich kann damit ein Paket platzieren. Erhöht den Effektbereich der meisten Funktionen. Okay, wenn ich es als Upgrade-Slot benutze. Das ist gut. Switch, hypnotisch verräterisch. Im aktiven Slot ändert die Loyalität eines Ziels und lässt es den Benutzer dienen. Okay, also da kann man so ein Minion quasi beschwören, wenn man das nutzt. Fügt den meisten Funktionen ein loyalitätsveränderndes Unterprogramm hinzu. Auch geil. Wenn ich meine Attacken nutze, dann kämpfen die dann für mich, wenn die sterben. Ja, was nehmen wir? Mehr Explosionen oder Diener? Ich finde, glaube ich, Diener ganz gut bei großen Gegnern. Oder die größere Explosion. Kostet dabei mehr Energie dann. Wir wollen Diener, wir nehmen Switch. Können wir aber noch nicht ausrüsten. Aber hier ist ein Zugangspunkt. Also, wenn wir das als Upgrade benutzen. Das war cool. Das heißt also, jeder Skill, den wir finden, ist von irgendeiner Person. Details. 6 Sekunden Zauberdauer. Okay, auch Turnplanungskosten stehen drin. Upgrades. Ah, hier zeigt ihm auch die Option an. Wenn ich das mache zum Beispiel. Switch plus Yawns. Switch plus Bounce. Switch plus Spark. Schießt mehrere Projektile fächerförmig ab, okay. Switch plus Breach. Kann Ziele durchdringen. Switch plus Crash ist, macht Ziele zusätzlich zur Basiswirkung unverwundbar. Okay. Also benutzen wir das auf Spark, um das fächerförmig zu bekommen. Prüfen aktualisiert. So, ein Upgrade Slot haben wir noch nichts. Aktiver Slot ist halt, dass es aktiv ist. Das heißt, können wir das jetzt im Upgrade Slot installieren oder wie machen wir das? Ich entferne mal die Installation. Wir wollen hier verbinden. Da und wir wollen einmal den hier, genau, wir wollen den darauf anwenden, dann ist es nämlich, dann fächert das nämlich. Upgrade Slot Effekt. Oder wir machen es halt auf den Crash. Wir machen es mal auf den Crash und. Weil das ist der aktive Slot, glaube ich, und nicht der Upgrade-Slot. Wir werden es mal sehen mit Crash. Wir probieren es mal aus. Und schauen mal, was der Effekt uns bringt. Wir haben ein OVT-Terminal. Also durch die Story ist echt schwer durchzublicken. Aber wie ihr seht, es spielt auf jeden Fall super taktischen Tiefgang mit den ganzen Fähigkeiten und so. Ich hoffe, wir können gleich hier unsere neue Fähigkeit ausprobieren. Momentan können wir nur ein Upgrade-Slot machen und nicht zwei.
Was denn für ein komischer Schatten da ist gerade? Ups. So eine Karte gibt es irgendwie auch nicht so richtig. Gibt halt Pfeile auf dem Boden. Aber was die mir jetzt genau sagen, das weiß ich noch nicht. You always read that fast. Oder kamen wir von hier? Ich meine nicht. Sieht alles so ein bisschen gleich aus. Also eine Karte wäre irgendwie gar nicht schlecht, aber wo wir lang müssen. Aber da muss man wohl im Spiel mit leben, denke ich mal. An dem OCV, OVC waren wir ja schon. Na, da oben lang oder so. Vielleicht geht's ja hier lang. Ja. So, wenn wir den jetzt. Ah, der ist geschützt. Ne, bringt uns aber nichts. Was ist denn jetzt? Na egal, wir attacken den erstmal, um den aufzuwecken. Und dann kriegt er hier Schaden und müsste dann für uns kämpfen. Bringen wir mal aus. Ja, jetzt kämpft er für uns erstmal. Sehr geil. Ja, und greift Feinde an. Ja, das ist natürlich sehr geil. Das heißt, wir machen Damage und die kämpfen auch noch beide für uns. Noch geiler. Oh. Das heißt, die attacken nicht uns, sondern die. Und in der Zeit können wir es wieder aufladen, dann schön hier von hinten meucheln. Haben wir natürlich auch auf jeden Fall sehr geil kombiniert, also kann ich jedem empfehlen, den Switch dann quasi auf die drauf zu hauen und die dann schön von hinten zu damagen. Ach so, kann den nicht schaden, weil er gerade verbündet von uns ist, okay. Aber ihm kann es schaden. Aber man kann immer nur einen Schlag ausführen, der dem auch dann keinen Schaden bringt. Weil nach dem ersten Schlag verbündeter wird. Aber das macht ja nichts. Also das muss man sich merken. Wenn man mit Beach attackt, dann kann man immer einen Schlag machen, bevor er verbündet ist. Das heißt, wir erledigen ihn, er wird Verbündeter und wir warten den nächsten Turn ab. Das heißt, wir holen den hier, wir holen den und jetzt geht's ihm an den Kragen und nochmal ein Crash hinterher, damit er es in Ruhe lässt. Jetzt haben wir Zeit, uns aufzuladen, solange er verbündet ist. Oh, ein bisschen Damage. Ich dachte, 2, ja. Sehr geil taktisch gemacht. Gefällt mir absolut, ja. Nö, das lassen wir so. Aber Breach macht eine Menge Schaden. Ich würde das mal gerne einmal umschalten. Ja, bei Crash macht das mit der Loyalität. Wenn ich das mit Breach mache, ja, nur bei Crash ist es mit Loyalität. Alles andere, wie ihr seht, bekommt dann halt andere Eigenschaften. Ja, ich habe Crash plus Bounce drin. Ach, er zeigt mir die aktuellen Sachen an. Glaube ich. Blick ich noch nicht so ganz, muss ich sagen. Ich entferne mal die Installation einmal hier. So, was ist denn, wenn ich das hier mache? Machen wir das lieber hier drauf und benutzen den Crash normal. Da können wir nämlich eine ganze Gruppe von Gegnern uns loyal machen. Testen wir einfach mal.
Dafür ist es ja gedacht. Get ready to get jumped. Or not. Let's not stick around. Wish we could just sit and watch the world go by. Das Schwert kommentiert auch alles, ich sehe schon der Gegner, ja. Got some kind of cheerleader this time. So, einmal hier durch, dann treffen wir auch den da. Okay, machen wir mal so. Now to mop up. Jetzt testen wir das mal eben. Damit wird er gewechselt auf jeden Fall, wie wir sehen. Und wir attacken den anderen hier. Treffen ihn auch. Noch eine Breach. Ja. Er ist jetzt gewechselt. Und wir können nicht angreifen. Aber er greift ihn an, sehr gut. So. Breach Crash können wir machen, damit wechselt er nicht. Und hinterher machen wir noch ein Cube. Damit haben wir beide gewechselt und haben Zeit, uns wieder aufzuladen, eben schnell. Weil jetzt sind sie nämlich nicht mehr gewechselt. So. Jetzt gibt es für dich einen Crash. Bye bye. Und für dich auch. Aber da kannst du auch die Entfernung treffen. Und wie ihr seht, unsere HPs laden sich auch nicht so einfach auf. I guess we're done here. Weiter geht's. Hier können wir da Sachen umstellen. Ja, wir können alle Sachen als aktiven Slot benutzen oder halt als abgeht, was aktiv ist. Wenn wir den als abgeht benutzen, kann das halt Ziele betäuben und stören. Aber wir lassen erstmal, ich finde das aktuelle Set, was wir haben, ist ganz gut. Aber optisch sieht echt krass aus. Bestimmt einen dicken Bossfight hier. Nice. Aber hier gibt es einen neuen Skill. Well, we're gonna get you out of here. He says the process wiped him out. He's too far gone. Was ist der Prozess? Okay. Dieses Ding gibt auf jeden Fall Schutzschild. Ne, den letzten nehmen wir mal weg. Dafür machen wir den, dann ist sie nämlich auf unserer Seite erstmal. Jetzt greife ich sie nämlich ihn erstmal an. Schon damit gestorben. Okay. Back in business. Sollen wir den Schatten weghauen hier? Dann das Ding. Und noch einen Schuss. Das Ding ist weg. Ach so, der ist geschützt. Okay. Und nehmen wir die beiden mal eben. Ja. Schuss ist weg.
So, dann hätten wir das schon mal. Wo ist denn die Bossdame hin? Ist da noch ein Schuss hier? Okay. Wir machen erstmal die Kleinen hier fertig. So, und sie haben auch noch getroffen dadurch. Oh, schön von hinten. Ne, den letzten machen wir. Ne, auch nicht das. Den letzten machen wir den, das ist hier kurz Verbündete. Und wir haben kurz Zeit, uns wieder aufzuladen. Oh, schön meuchern. Das war's. Sie hat sich aber leider umgedreht. Nicht so ganz geklappt hier. Jetzt aber. Und tschüss. Immer noch nicht. Ach, gibt's doch gar nicht. Na? Hat sie, war sie nochmal geschützt? Ja, jetzt aber ja gut, ey. Haben wir alles drauf hier. Oh, verdammt. Böse Jungs sind aus ihnen geworden, mein. Wenn man sie nicht schnell genug einsammelt, dann werden da Gegner draus. Oh, okay. Sind auch schon mal weg. Was soll es gewesen sein, denke ich. Wir schauen mal kurz einmal den neuen Skill, den wir bekommen haben. Ach, wir haben keinen bekommen. Man kommt nicht immer ein. Man kann auch einfach Personen auf dem Weg von einsammeln. Okay. Müssen wir da hoch oder? Kartenverkauf, ja. Vorfall im Empty Set, ja, das waren anscheinend wir wohl. Im Konzertpavillon, das wohl. Ja. Wonach mindestens zwei Personen schwer verletzt wurden. Einer davon ist möglicherweise Red, der Hauptakt des Abends. Mehr dazu in Kürze. Also, Red ist eine Sängerin, so wie es aussieht. Also, wir sind eine Sängerin. Also wir sind eine Sängerin und es gab wohl einen Vorfall mit zwei Verletzten und ich war einer davon, okay? Ja, deswegen ist das ein Plakate, nicht Fahndungsplakate, das sind Konzertplakate. Also wissen wir schon mal eins, wir sind also eine Sängerin und wir hatten einen Auftritt im Empty Set. Und da haben wir schon das Empty Set. Gehen wir mal hin. Also wir suchen nach Spuren, was passiert ist. Und es gibt wohl sowas wie Sängerin-Battles und wir hätten gegen Facsimile antreten müssen. Wer wird sich durchsetzen? Natürlich wir. Ja. Also das ist das Empty Set hier, wo wir gerade reinlaufen. Quasi die Tribüne für diese Gesangsbattles. Hier sind oberhalb Stühle schon, wie ihr seht. Sieht sehr geil aus. Farblich. Und hier ist das Mikrofon, okay.
Das ist wohl ein Flashback, genau, letzte Nacht. Das heißt, der Bösewicht. Ah, er hatte das Schwert, okay. Okay, der Typ hat sich vor sie geworfen, also sie wollten sie wohl umbringen, also uns. Geiler Soundtrack. Was ist gestern passiert? Ja, Petition für den Brückenbau finde ich gut, ja. Also da haben wir quasi das Schwert gefunden. Das Schwert spricht mit mir. Der Transistor, ja. Wow, das war ein Zwischengegner. War mal ein Mensch, so wie es aussieht. Den letzten nehmen wir zurück, wir wollen die kurz übernehmen. Die ist aber immun dagegen. Deswegen nehmen wir es raus. Und machen lieber noch einen Crash hier. Der ist aber schnell weg. Oh, sie kann da durchschießen und fliegen auf jeden Fall. Ich glaube, das zieht ihr mehr ab, der Breach. Und auch für ein Meucheln gibt ihr ordentlich. Aber ja, hat gesessen auf jeden Fall. Soundtrack ist Hammer. Boah, der hat dir getan, ja. Aber das war's. Verdammt. Ja, das wäre zu leicht gewesen. Also HPs im Kampf laden sich nicht auf. Also wir haben echt ein kleines Problem hier. Wir müssen den Scheiß einsammeln. Oh, damn. Ich muss echt nachdenken. Ach, die schießt mit ihrem Schirm quasi und fliegt sogar hinterher. Der muss überlebt, echt. Muss ein bisschen wegrennen hier. Oh, fuck. Ja, Breach zieht dir nicht so viel ab. Aber wir sind echt low an HP. Irgendwie Schutz suchen, ja. Beide kommen leider nicht ran. Aber die ist schon brocken jetzt hier. Oh, der war knapp. Oh, fuck. Achso, wenn wir einmal sterben, dann verlieren wir halt Skills, okay?
leben zwar weiter, aber verlieren halt die Skills. Gibt's halt jetzt noch ein paar Crashs hier. Also er hat sich umgedreht. Kann sich ruhig umdrehen. Ja, haben wir dich schon mal erledigt hier? Ach, verdammt. Ja, da müssen wir vorplanen, weil sie wird da rüberfliegen auf jeden Fall. Machen wir ein paar von den Spark-Dingern, ja? Egal wo sie hinfliegt. Clustern wir alles voll. Ja, das war's fast für sie. Sehr schön. Nochmal, oh Scheiße. Ich muss erstmal sie von dem Dinge trennen. Macht nur 60 Schaden. Ziehen wir mal zurück. Was macht der Crash? 50. Aber ne, der Spark ist genauso groß und sie fliegt wahrscheinlich eh gleich auf mich zu. Also machen wir hier ganz viele Sparks hin. Hat ihn aber nicht so wirklich getroffen. Ah, jetzt ist er mein Verbündeter. Ah, das ist cool. Das schützt dann nämlich mich dann. Fuck it. Dann ist er Verbündeter von mir. Ja, sie ist immun halt. Ja, der andere schützt sie jetzt natürlich. Oh. Da müssen wir mal nachdenken hier einmal. Wenn wir den hauen, treffen wir ihn und er schützt uns. Aber sie ist immer noch nicht frei. Ich muss beide treffen und danach kann ich. Schauen wir mal. Ist hier ungeschützt. Oh, verdammt nochmal. Und der ist schon mal down. Nicht ganz, ja. Ach ja! Jetzt blicke ich durch. Wenn wir den treffen, schützt er uns. Wir können rüberrennen und die Attacks auf sie machen. Das müsste funktionieren. Ah, nicht ganz, ne? Dann nochmal. Okay, der sieht aus. Machen wir es mal so. Sie trifft mich da durch, ey. Also sie hat auf jeden Fall keinen Schutz mehr jetzt. Schon mal gut. Aber ordentlich HP. Ich will nicht noch einen Skill verlieren, ne? Ja, der war gut. Mal ausweichen, ne? Oh, verdammt, ey. Jetzt haben wir noch Überlastung verloren, aber wir haben immer noch den einen Skill, den wir nutzen können. Damit müssen wir sie erledigen. Sonst sieht schlecht aus für uns. Man muss gut timen, bevor man wegdrückt, um wegzuspringen. Sonst bringt das gar nichts. Sauber. War's das hoffentlich? Ja. Also.
Man wird's halt absorbiert. Level 4 erreicht. Hilfe. Transformativ, nützlich. Ruft ein Verbündeten herbei. Als aktiver Slot oder ermöglicht die meisten Funktionen, Cell-Spawns zu verhindern. Ah, okay. Das heißt, wenn ich welche kille, muss ich die nicht einsammeln. Die können da nicht spawnen. Aber ich kann Helferruf mäßig benutzen. Okay, sehr cool. Deckt verborgen hinter Türen in ganz Cloudbank auf. Muss ich wohl nicht auswählen. Das gibt's automatisch. Oh, dann schauen wir mal, wo es hier rausgeht. Ja, ich denke, das war ein guter Einstieg. War ein guter Anfang, denke ich. Ich glaube, hier geht's raus, ja. With any luck. So, wir gehen noch an den Zugangspunkt. Wir haben ein paar neue Sachen. Ach, wenn wir die verlieren, dann müssen wir Zugangspunkte finden, bis sie repariert werden. Ach, gibt's ja gar nicht. Also man wird schon bestraft für, ja, fürs Versagen quasi. Dann nehmen wir mal so lange neue Sachen aus. Dann nehmen wir mal den Bounce als aktiven Skill. Warum können wir den nicht aktiv nehmen? Achso, auf X hätte ich drücken müssen. Okay. Dann nehmen wir mal den Bounce rein und einmal. Probieren wir mal den Verbündeten einmal aus. Würde mich mal interessieren auf Viereck. Wir schauen mal, ob wir die Funktionen da anwenden können. Erhöht das Leben des Verbündeten. Das sieht doch gut aus. Ja, dann passt das einmal. Ne? So, ich denke, das war ein guter Einstieg auf jeden Fall in die erste Episode. Ich muss sagen, bis jetzt gerade bin ich von Transistor echt überrascht. Es ist ziemlich tief, taktisch, mit den ganzen Skills, muss man sich, glaube ich, echt einführen. Das Spiel erklärt auch, wie ihr gesehen habt, nicht viel direkt. Von der Story weiß man auch noch nicht viel. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. War ein super geiler Anfang und die Kämpfe machen wirklich Laune. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es weitergeht und wir erfahren, was das mit dem Schwert auf sich hat, wer ist der Prozess und warum wird Red gejagt und sollte getötet werden. Oh, wir können auf L1 gerne das Schwert aufwerfen. Ja, damit beende ich die Folge. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Euer Pat. Bye.